Hallo Klickenabendler, wir sind auf dem Herner Spielewahnsinn 2023 und neben uns ist der Ode. Hallo Ode. Hallo Andreas. Du gehörst ja jetzt nicht nur dazu, selbst Spiele zu entwickeln, sondern auch Spiele zu verfeinern, selbst in redaktioneller Arbeit. Und das Ganze nennt sich The Game Builders. Ja, The Game Builders haben wir letztes Jahr gegründet, unseren Verlag, in dem wir jetzt unsere eigenen Spiele veröffentlichen oder auch von, ja, Spiele, die wir gut finden im Grunde erstmal. Und letztes Jahr haben wir angefangen mit einem Plättchenlegespiel von Uwe Rosenberg. Und jetzt stellen wir hier den Prototyp von unserem kommenden Spiel für die Spielemesse 2023 vor. Der Prototyp bzw. das Spiel selbst wurde entwickelt, in diesem Fall von drei Autoren, oder? Genau. Das Spiel ist ursprünglich von Michael Keller, den man vielleicht kennt als mein Co-Autor von Lagagna. Und Uwe Rosenberg hat auch seinen Teil mit geholfen, das Spiel zu entwickeln. Und am Ende haben die beiden mich auch noch mit ins Boot geholt. Das heißt, wir machen das Spiel zu dritt. Und da wir jetzt letztes Jahr den Verlag gegründet haben, haben wir gedacht, dann können wir es auch direkt selbst verlegen. Damit wir gucken uns gleich das Prototypenmaterial an, aber erstmal kurz um das Spiel. Wie heißt das Spiel? Das Spiel heißt Planta Nubo. Das ist Esperanto und heißt sowas wie die Pflanzengarten in den Wolken. Ist für ein bis fünf Personen? Ein bis vier. Genau. Spielzeit dürfte so um die 30 Minuten liegen pro Person und es ist definitiv ein Expertenspiel. Das heißt, es hat viele komplexe Mechanismen, vieles zu beachten, genau. Und geht dann eher in die Richtung von... Ich sage mal, das liegt ungefähr so zwischen Lagagna und Cooper Island, so auf dem Weg dahin. So in die Ecke dürfte es sein. Genau. Geplant ist, dass es erscheint, ist Ende des Jahres auf der Spiel in Essen, schätze ich mal. Genau, das Spiel in Essen wollen wir es vorstellen. Wir sind gerade dabei, es umzusetzen. Die Illustrationen werden von Lukas Siegmann gemacht. Der sitzt hoffentlich gerade am Schreibtisch und zeichnet fleißig. Am Wochenende. Nein, Quatsch. Und ja, wir sind gerade dabei, das Spiel umzusetzen und lassen das dann drucken im Laufe des Sommers und dann gibt es im Oktober das Spiel. Okay, dann schwenken wir gleich mit der Kamera um und zeigen euch mal das Prototypenmaterial. Nicht das fertige Spiel, ich glaube, das sieht man eigentlich auch sofort, das müsste man eigentlich kaum erwähnen. Aber so können wir euch schon mal zeigen, um was es in dem Spiel geht, wie die Mechaniken so funktionieren und was da so auf euch zukommen wird. Das hier ist das Spielertableau, da macht man seine Hauptaktionen, nehme ich mal an. Genau, also es geht im Grunde darum, wir haben hier eine Plattform. Thematisch sind wir in einer Solarpunk, in einer positiven Öko-Utopie. In dieser Öko-Utopie gibt es riesige Mammutbäume und wir versuchen Sauerstoff zu produzieren. Und dafür legen wir Gärten in den Wolken an, sozusagen auf den Baumkronen. Und das hier symbolisiert unsere Baumkrone, auf der wir unsere Blumenbeete anlegen. Und wir versuchen auf diese Art und Weise Pflanzen zu generieren, die wir dann in Energie umwandeln. Also in unserer positiven Öko-Utopie gibt es sehr energiereiche Pflanzen, die wir umwandeln können in Energie. Und das ist Ziel des Spiels. Und das macht man, indem man diese Blumenbeete, die es hier auf diesen Aktionsstapeln gibt, auf der eigenen Spielfläche anbaut. Und zwar sieht man jetzt hier schon, es gibt so graue Bereiche, die sind noch gesperrt. Die kann ich mir im Laufe des Spiels entsperren, indem ich diese Barrieren entferne. Aber erstmal darf ich halt nur den weißen Bereich nutzen. Und da lege ich dann halt zum Beispiel das Beet hier hin und bekomme sofort aus dem Vorrat da die entsprechenden Blumenklötzchen draufgelegt. Auf diesen Einer-Blumenbeeten sind übrigens am Anfang des Spiels schon als Startkapital sozusagen beliebige Blumen drauf. Das heißt, wir haben hier bei den kleinen Beeten, da darf ich mir aussuchen, was ich für Blumen drauflege. Und bei den größeren Beeten sind quasi Blumen vorgeschrieben, die ich da drauflege. Aber immer, wenn ich so ein Plättchen auf mein Tableau lege, dann bekomme ich auf der einen Seite eben die Blumen. Und sollte ich damit zum Beispiel etwas überdecken, dann bekomme ich einen Bonus. In dem Fall ist das hier eine Ladung für meinen Gartenbot. So, und dann habe ich halt meine Pflanzen hier angebaut. Und nun versuche ich die an Lieferstreifen zu liefern. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite auf dem Spielplan gibt es Lieferstreifen, die ich beliefern kann. Aber, lass mich mal eben kurz hier rüber langen. Ich kann mir diese Lieferstreifen auch auf mein persönliches Tableau holen. Und da kann ich das vielleicht auch mal eben erklären. Ich kann also, muss mal eben mogeln. Ich kann diese Lieferstreifen beliefern auf dem Spielplan durch Aktionen, die ich hier in der Mitte habe. Aber im Laufe meines Spielzugs kann ich auch diese privaten Lieferstreifen beliefern. Und zwar auf diese Art und Weise und bekomme dann für diese gelbe Blume jetzt die Energie, die da drüber ist. Und Energie halte ich ab mit meinem Würfel, der hier diesen Rundlauf entlang geht. Das
ein bisschen kompliziert heute. Und zwar bekomme ich für jede Energie, darf ich meinen Würfel auf das nächste Energiesymbol schieben. Bekomme ich also eine Energie auf das nächste. Und immer wenn entsprechend an einer grünen Linie eine Karte liegt oder ein anderes Aktionsfeld, darf ich da einen Marker drauflegen. Diese Karten haben Aktionen oder dauerhafte Spieleffekte, die ich im Laufe des Spiels nutzen kann über Aktionen oder immer dann, wenn ich trigger, was auf der Karte draufsteht. Und so laufe ich halt mit meinem Würfel von Energiesymbol zu Energiesymbol und lasse die Felder halt aus, die kein Energiesymbol zeigen. Und komme ich hier unten in der Ecke an, dann darf ich auf dieses Sonderfeld einen Marker legen. Und mit diesem Marker, wenn ich diesen nutze, da bekomme ich neue Karten. Und da erkläre ich mal direkt, wie ich neue Karten in meinen Energiekreislauf integriere. Ich habe eine neue Karte und darf die an einen beliebigen Platz hier an meinem Tableau legen. Das kann ich mir frei aussuchen, aber ich muss immer, wenn ich die Karte hier anlege, auf das entsprechende Feld ein Plug-in-Plättchen legen, sodass ich den Energiekreislauf mit der Karte sozusagen verbinde. Der Würfel auch dran stehen bleibt. Und der Würfel, ja, ich muss im Grunde diesen Schritt jetzt mitzählen. Das heißt, mein Weg, den ich von Ecke zu Ecke, der wird länger. Ich habe aber dadurch die Möglichkeit, hier eben auch diese Marker draufzulegen, um diese Karte zu nutzen. Das heißt, auf der einen Seite wird es schwieriger, die nächste Karte zu kriegen. Auf der anderen Seite baue ich mir auch eine Engine auf dadurch, dass ich hier diese Aktionen nutzen kann später. Und ich habe weiterhin die Möglichkeit, diese Plättchen auch aufzuwerten. Und der Stern steht in diesem Spiel für einen Siegpunkt. Das heißt, wenn ich beim nächsten Mal hier rumkomme, aktiviere ich nicht nur die Karte, sondern ich bekomme auch einen Siegpunkt. Das heißt, mein Weg wird länger, das Spiel wird schwieriger, aber es ist auch eine Chance darin, noch besser, noch mehr Siegpunkte zu machen. Genau, das ist im Grunde so ein bisschen der Kern von dem, was ich hier auf meinem Spielplan mache. Ich versuche mir Blumen zu erspielen, indem ich diese Tetris-artigen Puzzleteilchen hier hinlege. Ich muss mir mehr Platz verschaffen, weil irgendwann wird es eng. Irgendwann brauche ich mehr Platz, weil ich mehr Beete auslegen möchte. Ich versuche, diese Blumen in Energie umzuwandeln und ich versuche dann, hier auch wieder Platz zu schaffen auf diesen Blumen. Indem ich die Blumen nämlich wegliefer auf diese Lieferstreifen, schaffe ich mir hier jetzt leere Flächen. Und ich habe als zweite Ebene diese Waldplättchen, die ich nun versuche, auf andere Plättchen draufzulegen. Und da muss ich halt dafür sorgen, dass die Fläche eben ist, sodass ich sie auch platzieren kann, weil ich habe hier eine 2x2 Fläche. Das heißt, ich darf jetzt in diesem Fall das Plättchen da drauflegen, wenn ich irgendwann ein Waldplättchen platzieren darf. Und diese Waldplättchen, die bringen im Laufe des Spiels Siegpunkte. Und wenn ich sie auf die Rückseite drehe, dann bekomme ich am Ende sogar noch besonders viele Siegpunkte. Also im Grunde haben wir hier ein Puzzle, das aus mehreren Ebenen besteht. Auf der einen Seite Rohstoff generieren, dafür Energie bekommen, Platz schaffen für noch mehr Wälder und Wälder produzieren natürlich Sauerstoff. Das ist im Grunde das Ziel des Spiels. Wir wollen Sauerstoff produzieren, damit unser Klima besser wird. Genau. Dann hat man halt seine Aktionen, durch die man sie durchführt, was du gerade erklärt hast. Genau, da kommen wir jetzt dazu. Und zwar habe ich hier 4 solche Aktionsmarker. Wenn es mein Spielzug ist, dann darf ich einen von diesen 4 Aktionsmarkern einsetzen. Ich nehme dann zum Beispiel die 2 und setze den zwischen 2 Aktionsplättchen ein. Eine von diesen beiden Aktionen darf ich jetzt machen. Dann führe ich zum Beispiel diese Aktion aus und beende meinen Spielzug. Jetzt ist dein Spielzug. Jetzt ist das Problem, das du hast. Du darfst an dieses Plättchen keine weitere 2 anlegen. Das heißt, erstens, dieser Platz ist besetzt, da kann niemand mehr hin und das ist im Grunde auch verboten, weil hier darf nur eben keine 2 mehr liegen. So, jetzt wäre der Nächste oder die Nächste am Spielzug und darf jetzt wiederum weder an dieses Plättchen eine 4 noch an dieses Plättchen eine 2 oder 4 anlegen. Ich müsste also zum Beispiel, wenn ich eine von den beiden Aktionen machen möchte, eine andere Zahl nehmen. Und auf diese Art und Weise kommen wir uns beim Platzieren unserer Aktionsmarke auch ins Gehege. Ja, also da kommen wir uns also ein bisschen in die Quere. Denn im Laufe einer Spielrunde setze ich von meinen 4 Aktionsmarkern insgesamt nur 3 ein und einen behalte ich über. Und jetzt müsstest du vielleicht mal eben zum Spielplan schwenken. Man sieht nämlich da auf dem Spielplan, im oberen Bereich sind Karten abgebildet. Das heißt, diese Karten, da gibt es 4 Stück von und jede Karte ist auch einer Zahl zugeordnet. Und ich aktiviere dann quasi die Karte von der Zahl, die ich überbehalten habe.
heißt, ich muss mir während der Aktionseinsatzphase schon überlegen, welche Karte möchte ich denn am Ende der Runde nutzen. Und da kommen wir natürlich auch in die Zwänge, weil wenn ich diese Aktion unbedingt machen möchte und ich kann jetzt die Aktion nicht mehr mit dem Marker machen, den ich möchte, weil ich dann möchte den ja gerne überbehalten, da ärgere ich mich dann, muss ich halt ein bisschen umplanen. Und genau darum geht es in diesem Spiel. Wir haben auch eine sehr schöne Interaktion beim Einsetzen der Aktionsmarker. Okay, also das ist, wie ich die Aktionen auswähle und die Interaktion gestalte. Da ist die Hauptkernmechanik des Spiels. Und dort oben habe ich immer noch die eine Aktion, die ich zusätzlich mache, als auch die offenen Märkte, wie du ja erwähnt hast, und eine Siegpunktleiste für die Siegpunkte zum Festhalten. Genau, richtig. Das ist so. Und auf dem Spielplan gibt es auch die Kartenauslage. Ich habe ja eben erklärt, wenn ich hier diese Aktion nutze oder diese Aktion, dann darf ich eine neue Karte auswählen. Und da liegen auf dem Spielplan zwei unterschiedliche Sorten Karten. Einmal haben wir hier Karten mit einer blauen Rückseite. Das sind die Karten, die mir im Laufe des Spiels Bonusaktionen geben. Ich habe hier diese Speichermodule, die immer stärker werden, je mehr Batterien da drauf liegen. Die triggern immer dann, wenn ich irgendwas Bestimmtes im Spiel mache. In diesem Fall halt muss ich meinen Würfel aufwerten auf die nächsthöhere Zahl. Dann triggert diese Karte und ich bekomme so oft Energie, wie hier Batterien drauf liegen. Ich versuche also auch diese Karte im Grunde aufzuladen, um sie immer stärker werden zu lassen. Und dann darf ich halt weitere Schritte hier machen. Und auf der anderen Seite gibt es dann Karten mit roter Rückseite. Das sind Karten, die mir am Ende des Spiels für irgendeine Bedingung Siegpunkte bringen. Und das Verhältnis von Karten, von blauen Karten zu roten Karten ist am Anfang des Spiels, dass eben mehr blaue Karten ausliegen, weil sie im Spiel helfen, meine Engine aufzubauen. Und der Rundenpfeil, der wandert dann die Rundenfelder entlang und es verhindert sich das Verhältnis zwischen blauen Karten und roten Karten, weil man am Ende des Spiels eben hauptsächlich Siegpunkte braucht. Und das heißt, diese Kartenauslage ist auch Teil des Spiels. Und das ist im Groben erstmal das Spiel. Wenn man es natürlich erklärt und will alle Detailregeln erklärt haben, schätze ich mal, muss man hier mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen, bis ein Erklärer das kurz erklärt mit allen Regelfinessen. Halbe Stündchen zum Erklären muss man mindestens einplanen. Und ja, wie gesagt, Spielzeit dürfte so, wenn man es kennt, um die halbe Stunde pro Person liegen. In der ersten Partie kann es natürlich mal ein bisschen dauern. Da danken wir dir vielmals schon mal für den Kurzüberblick. Das fertige Spiel sehen wir alle spätestens in Essen auf der Spiel, schätze ich mal. Genau. Und wünschen dir noch eine schöne Messe. Und vielleicht schaffen wir es ja zeitlich auch noch, das Spiel mal anzuspielen. Ich hoffe doch. Vielen Dank.